Herzlich willkommen zu unserem Information Monday. Heute aus gegebenem Anlass an einem Donnerstag. Gestern hat die Große Koalition entschieden und der Mannheimer Morgen schreibt es: keine Kaufprämien für Benziner und Diesel. Die Spitzen von Union und SPD beschlossen allerdings deutlich höhere Prämien für Elektroautos. Aus unserer Sicht keine schlechte Entscheidung, obwohl Der Kauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben scheiterte in der Vergangenheit weniger an der finanziellen Unterstützung bzw. am finanziellen Rahmen als daran, dass sich die Leute mit dem Thema Elektrofahrzeug oder elektrounterstützte Fahrzeuge nicht richtig auseinandergesetzt haben. Klassischer Satz, klassisches Beispiel: ich kaufe mal erst einer, wenn der mindestens 800 Kilometer Reichweite hat. Ja, 800 Kilometer Reichweite ist ungefähr das, was dieses 2006er Sony Ericsson hatte. Und dementsprechend hätte sich dieses aktuelle Modell wahrscheinlich nie durchgesetzt. Kann man natürlich sagen, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber es ist doch so, dass man das Nutzungsverhalten von einem Elektrofahrzeug nicht vergleichen kann und das Ladeverhalten, Tankverhalten mit dem von einem herkömmlichen Fahrzeug und es in der Tat eher dem Nutzungsverhalten eines Mobiltelefons entspricht. Der Punkt und verschiedene weitere Punkte sind ganz wichtig, wenn es darum geht, sich mit so einem Fahrzeug zu beschäftigen. Und da kann ich nur wärmstens empfehlen, einen Termin mit uns und Verkaufsberatern zu machen, die da extrem spezialisiert sind mittlerweile auf das Thema Elektro, auch was Ladeinfrastruktur angeht, was Nutzungsverhalten angeht und ob tatsächlich Elektro, Hybrid, Plug-in-Hybrid, was da tatsächlich ansteht. Und von daher würde ich empfehlen, einfach mal vorbeischauen bei uns auf der Seite www.renk-weindl.de und da einen Beratungstermin ausmachen, der mittlerweile übrigens auch online via Videoberatung geht. Dankeschön. Tschüss.